So, Herrschaften, herzlich willkommen zurück zu diesem Scheiß hier. Schauen wir mal, ob wir den Unfall erreichen können, indem wir die Tür zumachen. Garantiert nicht. Steig in das Auto ein. Oder du lernst mich schon mal kennen hier. Okay. Zentrale an Cabella Sumpf 02. Fahren Sie zur Wache See. So. Die Problematik besteht nämlich darin, dass ich auf der falschen Spur stehe. Ich muss auf die Gegenspur. Da ist der Unfall. Cabella Sumpf 2 an Zentrale. Einsatz beendet. Und das Schöne ist, diese blöde Schicht beinhaltet 3. Ich sag's nochmal, 3 Unfälle. Und dieses scheiß Auto ist nicht in der Lage zu fahren. Zentrale an Cabella Sumpf 02. Melden Sie sich. Ich melde dich gleich, wenn du mir nicht aufhörst, auf den Sack zu gehen mit deinen Sprüchen. Mann! Es ist erst die 3. Folge, ich reg mich schon auf. Ich bin immer noch angepisst wegen diesem Idioten beim letzten Mal, der mich am Ende des Unfalls, als alles fix war, kaputt gefahren hat. Und alles war zerstört. Alles war zerstört. Okay. Ja, 42. Hier bin ich richtig. Das scheint zu stimmen. Oh nein, ich mache das nicht absichtlich. Warte mal. Jetzt bin ich hier. Warte, Quatsch. Lass mal schauen. Auf die Karte gucken hier. Ja, ich könnte eventuell auch. Könnte ich auch. Ah, zurück. Hier geht's. Nee, geht's nicht. Ah. Cabella Sumpf 2 an Zentrale. Melden Sie sich. Da war so ein tolles Auto, das sich selbst heilt, aber ne? Ein richtiges Navi mit einem Pfeil. Ja, schon heult das Spiel rum. Ja, richtig. So, ich muss mich hier wieder hinsetzen. Oh Gott, meine Nerven. Jetzt bin ich wieder dabei, mich voll von dem Unfall zu entfernen. Das Spiel will mich da nicht hinlassen. So, ich fahre jetzt hier nach Schlackel. Hoffentlich gibt es da einen Puff. Die Uschi daneben, mir bringt es ja nicht mehr. Okay. Die Ersatz-Uschi. Zentrale an Norbert Mohr 01. Fahren Sie zur Wache Wald. Ja, das könnte jetzt eventuell sogar stimmen. Ich sage eventuell. Meine Güte. So, hier sind 100 erlaubt. Das heißt, ich fahre mal locker 200. Ja, wenn ich sauer bin, muss ich schnell fahren. Ich bin gerade sehr sauer, wie ihr an der Tachonadel sehen könnt. So, und weh. Wehe, hier fährt mir jetzt einer rein. Dann hat der Arsch Kirmes. Hau ab, du blödes... Naja. Ich wollte nicht so viel fluchen. Ich wusste, dass ich mich aufrege. Zum ersten Mal, als ich dieses Auto gefahren habe, war mir schon klar, das ist kein Genuss. Und ich sollte recht behalten. So, jetzt dürften wir da gleich mal an Ort und Stelle sein. Zentrale an Norbert Mohr 02. Fahren Sie zur Wache Wald. Haut doch mal ab, ihr Spacken. Ich hoffe, dass ich nicht vorbeigefahren bin und der hier hinter der Lärmschutzwand steht, ne? Aber ne, ist ja noch 1,3 Kilometer entfernt. Zentrale an Cabella Sumpf 01. Fahren Sie zur Wache Wald. So. Wir sind gleich da. Juhu. Haut ab! So, Freunde. Da vorne sehe ich eine blaue Säule. Die blaue Säule der Hoffnung. Die eigentlich hätte grün sein müssen. Aber die wird gleich grün, wenn ich drin stehe. Hey. So. Und das ist wieder so eine Scheißstelle, wo ich schnell überfahren werden kann. Deswegen muss ich jetzt alles mal absichern hier. So. Parke bewusst am Straßenrand diesmal. Motor aus, Handbremse an, steig aus. So. Und diesmal machen wir es richtig. Zuerst.
Obwohl, hier steht nichts von sichern. Nee, das ist ein leichter Unfall. Hier muss ich nichts sichern. Achso, der hat sein tolles Warndreieck schon aufgestellt. Das ist ein bisschen klein. Aber gut. Wenn das Spiel sagt, ich muss nichts sichern, dann sichere ich auch nichts. Der schon wieder! Ey, Junge, wenn du nicht fahren kannst mit deinem Kackhemd, dann lass es. Idiot. Komm. Speak with me. Ach, komm schon. Komm schon. Ja, aufgewühlt. Ein paar unangenehme Fragen. Alu holen. Hast du Alu holen? Hast du nicht? Nee. Besser wär's. Warum hat er hier eigentlich keine Brille an und hier hat er eine? Ne? Alkotest. Null zu null. 0,0. Drogen. Nie im Leben. Ja, Drogentest. Lügner, du. Ach, negativ. Wie langweilig. Dokumente. Ist das jetzt wieder hier der, wie hieß der in der letzten Folge? Martin, Johannes, wie auch immer. Dokumente ansehen. Entschuldigung. Aha. Zugelassen auf Tim Hohenzollern. Ein Spider X2. Wow. Tim Hohenzollern. Ist das ein Adeliger? Er sieht nicht so aus. Vom Orden der geheiligten Schwachmaten höchstens. Hergang. Ja, schilder mal, Tim. Was für ein fürchterlicher Tag. Heute geht alles schief. Nicht nur, dass ich mich verspäte, sondern jetzt auch noch dieser Unfall. Und dann dieses hässliche Hemd. Hilf mir, lieber Gott. Ich habe nur kurz etwas im Handschuhfach gesucht. Ach nee. Und auf einmal war ich auf dem Seitenstreifen und habe die Leitplanke gerammt. Aha, im Handschuhfach. An diesem fürchterlichen Tag sind Sie selbst schuld. Sie sollten sich auf die Fahrbahn konzentrieren, statt in Ihrem Wagen herumzuwühlen. Vielleicht hat er den Kassenzettel von dem T-Shirt gesucht und wollte es zurückgeben. Das müsste ich ihm eigentlich zugute halten und ihm die Strafe dafür erlassen. Dazu hätten sie auch an einer Raststätte halten können. Er wollte er halt nicht wegen dem T-Shirt. Er wollte nicht auffallen. Er wollte den Wagen nicht verlassen. Okay. Und nun? Ja, kann ich den verknacken? Kann ich nicht. Danke für Kooperation. Sie können den Unfallort verlassen. Ich bin mir sicher, Sie möchten zu Ihren Angehörigen. Ja, aber vorher gibst du dein T-Shirt zurück. Okay. Ist mal alles gemacht? Alles gemacht. Alles klar, einsteigen und berichten. Komm schon. Komm schon, steig ein. Steig ein. Ja. Alles richtig, 100%. Richtige Reihenfolge. 100% Gegenstände weggeräumt. Da war ja noch eine 100% Gespräche geführt. Das ist eine schöne Angabe. Hier ist es typisches Beamtendeutsch. Ich habe 100% Gespräche geführt. Gut. Dann... Zentrale an direkt der nächste. Nein. Es wurde gemeldet, ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten auf der A28 in Richtung A42. Fahren Sie dorthin und nehmen Sie die Daten auf. Na gut. Wird erledigt. So, Motor starten, Handbremse lösen und ich vergesse immer den Funkstatus auf 4 zu machen während des Unfalls, aber ich glaube, das eigentlich ist es scheißegal. Na gut, dann wollen wir mal. Warum ist das immer so weit weg? Und wieso kommt sofort der nächste Fall, wenn der erste abgeschlossen ist? Ich wollte mal ein paar Fahrzeuge mustern. Mann. Ach, Spiel. Ich muss mich auch entschuldigen. Ich habe zur Zeit 30 Frames statt 60. Weiß nicht warum. Das Spiel hat halt so eine bombastische Mega-Grafik, dass es da mal zu Frame-Einbrüchen kommen kann. Ich entschuldige mich dafür aufrichtigst. So. Ich weiß, ich entferne mich jetzt immer weiter vom Unfallort. Ich will mal versehen, ob ich hier irgendwie hinkomme. Ups.
Ah, eventuell. Zentrale an Norbert Moor 02. Fahren Sie zur Wache Moor. Fahren Sie zur Wache Moor. Und jetzt sind wir wieder da angelangt, was dieses Spiel so einzigartig macht. So interessant, so abwechslungsreich, möchte ich fast sagen. Autobahn fahren. Okay. Ich bin schon falsch gefahren. Na super. Na super. Kann ich eine Abkürzung nehmen? Ist das möglich? Guck mal, wie weit ich weg bin, Freunde. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich bin hier oben und muss da runter. Alter, da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Kabella Sumpf 2 an Zentrale. Melden Sie sich. Melden Sie sich. Gut, fahre ich eben geradeaus. Also ich darf hier keine Ausfahrt nehmen, hier bis zum Kreuz da hinten. Dann auf die andere Spur. Norbert Moor 1 an Zentrale. Komme zur Wache. Könnten ja ein bisschen Nummernschild-Bingo spielen. So, wo kommt der her? Ich fahre zu schnell, kann ihn nicht erkennen. Schade. Och, jetzt hör auf. Netter kleiner Stunt wieder mal. Könntet ruhig mal klatschen, ihr Idioten. Das mache ich alles für euch, um euch zu unterhalten. Ich meine nicht euch, liebe Zuschauer. Ich werde nicht, dass ihr euch jetzt mit Idioten angeht. Ich meine die Autofahrer hier. Mal gerade richtig stellen. Ja, ist doch klar, ich fahre hier auf der Autobahn, mache hier einen Stunt nach den anderen für diese Deppen. Das juckt die gar nicht. Fahren weiter hier mit 50 km/h über die Autobahn. Hallo. Hey, wir fahren gerade in die Stadt. Jetzt sag bloß, das geht. Das wäre ja cool. Bisschen City-Feeling hier. Wie heißt die Stadt? Ist das hier Kreuzhausen? Aber die Stadt, die rauscht schon wieder an uns vorbei. Ja, der gute alte Polizeisimulator 2013 oder was das war, der war dann schon deutlich interessanter. Der war zwar albern, aber abwechslungsreicher und lustiger. Vor allem über diese lustige Musik im Hintergrund. Nicht mal das haben wir hier. Kabella Sumpf 1 an Zentrale. Komme zur Wache. So eine lustige Musik wäre schon ganz nice. Aber nee, sowas gibt's nicht. Ach ja, wir fahren auf der Autobahn, als wären wir im Wahn. Der Unfall, der kommt allmählich näher. Vielleicht ist schon da die Feuerwehr. Das Auto rechts, das war grün und fährt tollkühn. Wunderschöne Bäume säumen den Weg. Ich hätte so gern jetzt ein fettes Steak. Ein Funkspruch geht mir auf die Eier. Ist mir aber egal, ich fahre weiter. Ich komme nicht voran, noch 5 Kilometer. Und neben mir sitzt eine Frau, sieht aber aus wie ein Peter. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint hell. Das Auto fährt so wunderschön schnell. Zwei schwarze Lastwagen. Sehr, sehr mysteriös. Das Auto ist so adipös. Ihr merkt schon, das ist die pure Verzweiflung, die sich gerade mir breit macht. Weil ich komme einfach diesem Scheißunfall nicht näher. Dann muss ich eh wieder die Spur wechseln. Fahren! Piss dich! Ah. Wenn es weiter so geht, singe ich Wapp-Bapp. Wapp-Dapp. Dapp-Dapp. Schubidubidu-Dapp-Dapp. Stabidabidi-Dapp-Dapp. Dabidadadidu-Dau. Ich werde auch die letzten abschalten. Es lohnt sich eh nicht, hier weiter zuzugucken. Es wird nichts mehr passieren in dieser Folge. Es wird nichts mehr passieren, versprochen. Ja. Nun? Wie komme ich denn da? Oh.
So, laut dem Info da unten 4,9 Kilometer entfernt. Aber hier, ja, laut der Karte scheine ich mich weiter zu entfernen. Ja, jetzt 5 Kilometer. So, die nächste City. Ja, ich hätte da raus. Ich hab's geahnt, ich hätte rausgemusst. Ich hätte rausgemusst bei der Ausfahrt hier rechts. Da geht's nach Liversburg, Tissen, Sügen Nord. Ja, ja, Deutschland, deine Autobahnen. Es ist so herrlich hier. So, ja, ist klar. Krach noch 20 Mal die Leitplanke. Kostet ja nur Steuergelder. Aber egal, die Polizisten kosten ja auch Steuergelder. Zentrale an Capella Sumpf 01. Melden Sie sich. Nee, ich melde mich jetzt nicht. Es ist so schön auf der deutschen Autobahn. Denn wir fahren. 80 sind erlaubt. Ich fahre 100. Schön, dass es keinen wundert. Die Berge majestätisch in die Höhe. Oh, ich komme der Sache näher. Ich habe echt ein tierisches Problem. Ich denke die ganze Zeit, ich bin dieses rote Ding auf der Karte. Nee, ich bin der schwarze Ring. Ich bin der schwarze Ring, doch nicht das rote Ding. Subidi Bing. Hier, Lastwagenfahrer, du hast deinen Trailer verloren. So, wir sind gleich da, Freunde. Freut ihr euch genauso wie ich? Schön. Das dachte ich mir. Ich könnte jetzt fies sein und die Folge beenden, aber nee. Ich bin nicht so ein Assi wie manche anderen auf YouTube, die jetzt hier einen Cliffhanger für die nächste Folge machen. Was soll man hier auch cliffhangern? Das Spiel ist kacklangweilig. Hier gibt's nichts zu cliffhangern. Ist ja fast so belanglos wie die Outlast 2. An Zentrale. Einsatz beendet. Aber auch nur fast. Oh Mann. Jetzt hör mal auf, da so rumzueiern vor mir. Machst mich nervös. Okay, 1 Kilometer. Es ist jetzt aber hoffentlich auf meiner Spur, sonst muss ich mal gepflegt ausrasten. Ja, okay. Da geht's nach links. Da geht's nach links. Da geht's nach links. Freunde! Ich kann nicht mehr. Ich will sterben. Das Spiel macht es auch sehr spannend. Ist es auf meiner Spur oder ist es auf der Gegenspur? Ich drehe durch. Ah, es ist hier. Oh, das ist ja schon der letzte Unfall. Dann ist die Schicht zu Ende. Freunde! Freunde! Ihr freut euch. Ich auch. So. Motor aus, Handbremse anziehen. Aussteigen. Totfahren lassen. So, was muss ich tun? Objekte wegräumen. Okay, nicht absichern. Ich dachte gerade, da liegt ein Mensch. Müssen wir aufpassen hier. Die fahren wie die Bekloppten. Nehmen. Ah, diesmal ein anderer. Michael Jackson. Okay, zack. Guten Tag, Sie sind aufge... Hat der mal eine andere Platte drauf? Nee, hat er nicht. Ja, sprechen tut es auch nicht viel. Alkohol. Alkoholische Getränke. Schön. Alkoholtest. Wer so aussieht, der hat gesoffen. Na, natürlich nicht. Drogen. Aber Drogen hat er genommen. Komm, du hast doch gekifft. Was ist denn immer dieses Sonargeräusch? Tut, 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 tut. Was bedeutet das? Verstehe ich alles nicht. Negativ, ausgezeichnet. Erstmal Dokumente. Ich weiß bis jetzt nicht, ob das ist, scheint ein Mann zu sein. Oder eine Frau mit Damenbart. Mit, ja. Frau mit Männerdamenbart. Ausweis? Oh, Emil Baviere. Hatten wir nicht in der ersten Folge schon mal jemanden namens Baviere? Okay, aus Rostdorf. Das ist ja lustig. Hier gibt es einen Ort in der Nähe, der heißt Rostdorf. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. So. Na, okay. So, der Hergang bitte. Red mal mit mir.
Oh ja, fürchterlicher Tag, heute geht auch alles schief. Der labert genau das gleiche wie der Typ vorhin. Oh, das ist genau dasselbe! Alter, die Autoren haben echt... waren höchst kreativ. Handschuhfach gesucht und zack an der Leitplanke. Das scheint heute sehr im Trend zu liegen. Mann, ne Fresse. Okay, muss ich es wenigstens nicht mehr vorlesen. Hier, komm, fahr weiter, du Schmock, und lass mir meine Ruhe. So, verlassen. Einsteigen und berichten. Und guck nicht so blöd. In einer weinroten Jacke. Immerhin hübscher als das Hemd von dem Typ vorhin. Jo. Ja. Schön. Okay, Schicht ist beendet. Nein! Die Tür zu! So. Dann kann ich ja jetzt das Schichtende beantragen. So. Motor an. Es ist ja auch schon 12 Uhr mittags mittlerweile, also, ne? Da macht ein ordentlicher Polizist schon längst Feierabend. So. Jetzt muss ich nur zusehen. Das ist wieder auf die... Jetzt fahre ich natürlich falsch rum. Ich muss auf die andere Spur, also nächste Ausfahrt raus. Ich weiß, ich könnte jetzt mal so nett sein und das hier rausschneiden. Aber nein, vielleicht fallen uns ja noch ein paar lustige Gedichte ein, bis wir zur Wache kommen. Ich werde hier nichts schneiden. Der Teufel werde ich... Ah, ich könnte ja noch ein paar Aktionen machen. Jetzt kann ich ja das, ne? Fahrzeug mustern. Komm schon. Geschwindigkeitsmessung. Nee, macht er nicht. Ah, ich denke... Kapella Sumpf 1 an Zentrale. Melden Sie sich. Blaulicht aus? Moment. Nee, ich kann das Fahrzeug nicht mustern. Ich denke... Da ich das Schichtende schon beantragt habe, lässt sich das nicht machen. Na dann. Ich weiß, es würde auch kein Polizist in Wirklichkeit machen, wenn das Schichtende bereits beantragt wäre. Hier, hallo? Arschloch! So, jetzt reicht's. Sei froh, dass ich schon Schichtende beantragt habe, sonst würde ich dich jetzt rausziehen. Arsch. Ich wollte sagen, kein Polizist in real life würde, wenn er das Schichtende genehmigt bekommen hat und nach Hause fahren kann, noch irgendwas tun hier. So, wir fahren raus. Ja. Norbert Moore 2 an Zentrale. Melden Sie sich. Ach, das ist ja eine Tankstelle hier. Was gibt's hier? Diesel 1,9, E10 1,29, Super 1,31. Ja, das sind ja ganz humane Preise hier, kann man nicht meckern. Eine ASAP-Tankstelle hier. Zentrale an Norbert Moore 02. Fahren Sie zur Zentrale. Was gibt's denn hier eigentlich für tolle Sachen? Aber hier. Vielleicht kann ich der Uschi ja was mitbringen. Vielleicht will die irgendwas haben. Verras le Valentin? Sind wir schon so weit gefahren, dass wir in Frankreich sind? Was gibt's denn da? Komische Sachen. CDs. Ah, Mann, wo haben sie das abfotografiert? War da Adolf Hitler eben am Steuer? Ah, nee. Ist eine Frau. Und da sitzt ein Kind. Hallo? Oh. Okay. Oh, ah, hübsch. Was war das? Habe ich irgendwas richtig gemacht? Ich wollte die alte klar machen und das Spiel gibt mir XP dafür. Okay. Natürlich nett. Ah. Okay, wir sehen mal zu. Nein, falsch. Kamera nach hinten. Weiß nicht, ob mir das nochmal gelingt. Ihr müsst doch irgendwann mal eine Ausfahrt kommen, dass ich die Spur wechseln kann und zur Wache komme. Ich möchte die Folge beenden. Hört bloß auf vorzuspulen. Ihr bleibt schön dran, Freunde. Ah, okay. Jetzt sieht's doch noch was aus. 300 Meter, 200. Zentrale am Kapella Sumpf 01. Melden Sie sich. Da ist die Stadt Römern. Upsi, langsam. Herr Dadlovic. Ich weiß nicht, ob das hier alles seine Richtigkeit hat. Es. Okay, siehe zurück. Kapella Sumpf 1 an Zentrale. Melden Sie sich. Nee, meld mich jetzt nicht.
So, hier geht's nach Tissen. Ich glaube ja, unsere Hauptwache ist in Tissen. Ich fahre jetzt nach Tissen. Da werden sie mich ganz schlimm dissen. So, wunderbar. Wir haben tatsächlich eine hochkomplizierte Schicht erfolgreich hinter uns gebracht, ohne über den Haufen gebrettert zu werden, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden, ohne dass es regnet, das Wetter ist immer noch schön, es ist alles so happy! Ich möchte singen! Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir rein, dass ich dann besoffen werde. Liegt es daran, dass ich zu viel gefahren bin auf der Autobahn? Griechischer Wein trinken alle Polizisten literweise in sich herein. Komme zur Wache. Hör auf mich zu unterbrechen. Ich war gerade so schön am Singen, da labert der mich zu. Okay. Wir sind richtig. Wir sind richtig. Was hat der für ein Kennzeichen? BFNGU391. Es sitzt schon wieder dieser Typ mit dem komischen Hemd drin. Das habe ich gesehen. Komm her. Du hast keine Daseinsberechtigung mit so einem Hemd. Und ich entschuldige mich natürlich in aller Form an die Hardcore-Simulationsfans, die sich jetzt beschweren, dass ich das nicht ernsthaft spiele. Dass das in Wirklichkeit ganz anders abläuft. Och, Entschuldigung! Dann verpisst euch, wenn ihr was zu meckern habt. An alle, die ein bisschen Spaß hatten während dieser Folge, vielen Dank. Für euch mache ich das auch. Kein Scherz. Und zwar nur für euch. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau. Das war jetzt die dritte Folge. Wir haben die Schicht beendet. Ich weiß nicht, ob in diesem Machwerk noch mehr vorkommt. Der Alltag des Autobahnpolizisten scheint ja relativ öde zu sein. Meinetwegen können wir auch gerne noch ein, zwei Folgen machen. Von mir aus auch drei oder vier. Das richte ich mich ganz an, nach euch. Deswegen schreibt gerne in die Comments, ob ihr noch eine Schicht sehen wollt oder ob es gut ist. Und wie gesagt, ich bin da ganz auf eurer Seite. Hier müssen wir raus. Hier ist Home Sweet Home. So. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin so stolz auf mich selbst. So. Parkplatz. Eck. Aussteige. Oh. So. So, Dildo Uschi bleibt sitzen. Ich lasse die Tür auf, damit ein bisschen Frischluft an ihr Gehirn kommt und beende die Schicht. Sehr schön. Ah, ist das eine Wohltat? Oh, Nachtschicht. Ich weiß nicht, ob das wieder auch so kommt, wenn ich das Spiel jetzt neu starte. Aber naja, so sieht es auf jeden Fall nachts aus. Genauso wie am Tag, nur dunkler. So, mit diesen philosophischen Worten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, gerne in die Kommentare damit. Jetzt sage ich danke, macht's gut, schönen Abend noch. Tschüss!